to me. Whoa, I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company, but I'm hoping you come back to me. Ausgabe der Nachtschicht, liebe Zuschauer, und Sie sehen schon, ich habe heute ein ganz heißes Gefährt. Ich meine jetzt das Auto, nicht den Beifahrer oder den Fahrer. Sorry, Matthias. So bin ich nämlich noch nie zur Nachtschicht chauffiert worden. Ich glaube, das führen wir jetzt ein, oder? Von mir aus gerne. Jede Woche. Jede Woche einmal bitte hier mit einer richtig oder mit einem richtig großen Schlitten zur Nachtschicht. Das wär's doch. Ja, und um was geht's heute? Und zwar um die US-Car-Convention. Deswegen habe ich natürlich gesagt, Matthias, wenn du kommst zur Nachtschicht, dann bitte nur mit dem richtigen Gefährt. Ich hoffe, es ist auch das richtige Gefährt. Also ich finde es ist super bequem und kein Gurt. Ne? Riesenspiegel für uns Frauen, top. Und ich sage, man ist das ja gar nicht gewohnt, ne? Hier kein Navi, kein Elektrik dran. Viel Mechanik, großes Auto, viel Benzin, das ist wichtig. Okay, dann steigen wir mal aus und schauen uns das Ganze mal von außen an. So, ups, die Wups. Und das ist auch riesig. Und es kann auch krachen. Oh, er muss noch mal einparken. Was hast du denn jetzt gemacht? Wolltest du noch mal zeigen, wie viel unter der Motorhaube steckt? Verständlich. Ja. Was haben wir denn jetzt überhaupt für ein Auto hier? Wir haben hier ein Pontiac Catalina. Das ist Baujahr 73, ein sehr seltenes Modell. Eines der letzten großen Autos, die Pontiac gebaut hat. Okay. Also richtig ein Oldtimer auf alle Fälle. Definitiv, 41 Jahre alt. Wir reden gleich noch mehr über die Autos. Wir haben auch noch einen anderen großen Schlitten hier hinten stehen. Aber vorher holen wir uns eine Wurst, würde ich sagen. Na, okay. Susanne, grüß dich. Hallo, hallo. Jetzt willst du deine Wurst. Wir wollen, also ich nehme eine normale. Ich nehme eine normale Currywurst mit milder Soße. Ich nehme dasselbe, bitte. Du musst doch scharf ganz nehmen. Scharf. Ganz scharf. Ganz, ganz genau. Scharf. Richtig. Richtige Antwort. Okay. Susanne bereitet uns das Ganze zu und wir reden dann gleich bei der Wurst über die US Car Convention, die nämlich vom 11. bis zum 13. Juli in Dresden zum vierten Mal stattfindet und immer größer wird. Aber vorher, Sie hören es schon, habe ich natürlich auch wieder eine Band dabei. Das sind die Hawaii Toasters, die dann auch bei euch spielen werden. Ja, genau. Das ist am Sonntagvormittag unsere Kaffeebespaßung beim Frühstück mit einem großen Kater im Kopf, dann ordentliche Musik. Okay. Uns ist heute die Wurstbespaßung. Ich schau mal rüber, du passt auf, dass die Wurst nicht anbrennt. Ne? Und wir haben dann auch noch was Süßes, aber das gibt's dann gleich. So. Kann ich euch ganz. Er hört gar nicht auf zu singen. Super. Ja, grüß euch erstmal. Ja, das, ich habe euch schon vorgestellt, als die Hawaii Toasters erstmal ein super Horrorname, oder? Ja, es sollte. Nicht anzüglich, trotzdem rock'n'rollig, trotzdem verspielt und lustig wirken, aber auch ein bisschen seriös. Ja, wir haben quasi zwei Programme. Es gibt ein Programm für Omas 60. und ein Programm dann für meinen wiederholten 30. Geburtstag, wo dann auch Lieder gespielt werden, die die Oma jetzt vielleicht nicht so gerne hören würde. Ah, okay, also ihr macht schon Rock'n'Roll richtig, ja? Ja, richtig laut und richtig verschwitzt, also manchmal dann auch fast nackt und ist halt Sommer. Also wir strahlen ja nach 23 Uhr aus, also insofern. Wir schauen, wir gucken noch, was geht heute. Soll ich noch heiß spielen? Okay, verstehe. Ihr seid bei der US-Car-Convention auf alle Fälle auch dabei und zwar am Sonntag spielt ihr. Am Sonntagvormittag in der Tat, da wo alle Menschen wach und mobil sind. Aber wir werden dafür sorgen, dass sie es sind. Um 10 Uhr morgens werden wir da Trompeten und die Leute dann schon in Stimmung bringen. Danach ist dann wohl die große Ausfahrt, wie ich gehört habe und da geben wir ein bisschen Pfeffer in den Arsch halt. Ja, und wo sonst, wenn nicht dort, am 13. Juli, wie gesagt, US-Car-Convention, wo kann man euch noch hören? Der feste nächste Termin wird sein zum Abschluss des Hechtfestes, wahrscheinlich wieder im Helmuts, also bei Rosis da quasi gegenüber oder nebenan. Da wird eben dann in meinen Geburtstag hineingesungen. Ja, und ansonsten, wir haben zwar quasi jetzt in letzter Zeit ein bisschen suchen müssen, um einen Gitarristen zu finden, haben jetzt einen und deshalb geht es jetzt wieder richtig los. Ja. So ein netter junger Herr. Ja. Mhm. Und ja, quasi wir sind ab jetzt wieder einsatzbereit, also wer gerne die Hawaii Toasters bei sich hören möchte, bei sich zu Hause oder in seinen Festsälen oder auf seinen Bühnen, sei einfach eingeladen, uns anzuschreiben. Wir haben da auch eine Adresse eingeblendet, also bei Facebook für die ganzen jungen Menschen bis 40. Das blenden wir doch noch ein, obwohl, brauche ich ja heute gar nicht. Ich habe da extra was gebastelt, ja. Seid vorbereitet. Genau, oder wer das Facebook nicht so mag, wer sich dann überwacht fühlt, der kann auch meine Homepage in pinselbube.de anschreiben. Da
man kommt auch an mich und an uns und dann spielen wir für Geld, sagen wir, angemessenes Geld, auch angemessen lang und schön. Dann überzeugt uns mal und vielleicht die zukünftige Kundschaft. Ihr habt was mitgebracht, Mary Lou gibt's jetzt. Ja. Yeah. Hey, hey, hallo, Mary Lou. Sieh mal an, ein kleines Schicker, schick sind deine Schuhe. Sieht man jeden Morgen früh die Mary Lou ein Stück die Straße gehen. Und sie schaut so nett daher, grüßt so freundlich, bitte sehr. Finden alle an ihr wunderschön. Hey, hey, hallo, Mary Lou. Sieh mal an, ein kleines Schicker und schick sind deine Schuhe. Oh, du, Mary Lou, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Toasters hier bei Curry & Co. in der Dresdner Neustadt und ich habe natürlich mit Matthias jetzt schon unsere Wurstbestellung bekommen. Hast du schon probiert überhaupt? Die ist so scharf, ich musste mich rantrauen, langsam. Okay, an eure Autos muss man sich vielleicht auch ein bisschen rantrauen. Ist ja schon ungewöhnlich, so ein ja, Flitzer hier zu sehen in Dresden, ist eine Rarität. Aber ihr kriegt wirklich tausende von Leuten zusammen, die da ja, in Dresden vorbeikommen und ihr Auto sozusagen parken bei der US Car Convention. Vielleicht erklärst du mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, wie kam es dazu? Ich bin schon seit einigen Jahren Besitzer von so einem Auto. Das ist der braune, der quasi da hinten steht. Das war früher mal mein Auto. Okay. Den habe ich selber aus Atlanta geholt, 2008. Und habe dann überlegt... Dann gehen wir kurz mal hin, würde ja, ich sagen. Wenn wir jetzt schon drüber reden, über das gute Stück. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich könnten wir sowas mal in Dresden machen, weil es gibt unzählig viele Events in Deutschland, wo solche Sachen stattfinden. Mhm. Und da habe ich gesagt, Mensch, und ausgerechnet in unserer schönen Stadt müssen wir doch sowas auch machen. Mhm. Und dann bin ich bei einem Bier auf den Matteo gestoßen. Kann ich hier eigentlich die Wurst abstellen? Ja, ich glaube, das ja, ist okay, gut. Wird dann auch warm ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, dann bin ich auf den Matteo gestoßen, 2010 bei einem Geburtstag. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat auf ein Auto-Event. Und dann hat er gesagt, ich habe von Autos keine Ahnung, aber Event kann ich. Und dann habe ich gesagt, bei mir ist genau umgedreht. Und dann, ich kann Autos, ich kann kein Event. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann haben wir 2011 die erste Car-Convention gemacht. Genau, und das ist jetzt zum vierten Mal im Jahr 2014 und es wächst und es wächst. Ihr verändert ja auch immer einiges, ja. Das heißt, ihr habt jetzt auch den Platz erweitert. Genau, wir mussten den Platz etwas größer machen. Im ersten Jahr hatten wir 300 Autos auf dem Platz, da hatten wir mit 200 gerechnet, waren glücklich, wenn 200 gekommen wären, dann waren es gleich mal über 300 und 4000 Besucher. Im zweiten Jahr hatten wir gleich mal 470 Autos auf dem Platz und 6000 Besucher. Also der Dresdner selber ist begeistert davon und die Szene drumherum wächst halt auch mit uns. Und im letzten Jahr hatten wir 700 Autos auf dem Platz und 10.000 Besucher. Das hat uns eigentlich förmlich überrannt. Also auch dieser Erfolg ist halt auch der Szene geschuldet, die immer weiter wächst, weil es ist halt schön, immer noch ein bisschen anders zu sein als normal. Und das, glaube ich, verkörpern wir ganz gut. Es ist ein großes Event, wir haben gute Bands immer da und ich glaube, das begeistert die Leute. Die Hawaii Toasters haben wir ja eben schon gehört. Natürlich habt ihr noch mehr im Programm dann vom 11. bis zum 13. Genau, wir haben dieses Jahr erstmalig zwei internationale Bands dabei. Das sind einmal die Peacocks aus der Schweiz. Das ist mein persönlicher Wunsch seit über 3 Jahren. Jetzt hat es endlich geklappt. Das ist halt so ein bisschen die
einer der Mitbegründer der Rockabilly-Szene in dem Bereich. Und dann haben wir Adam Hall and the Velvet Playboys aus Australien. Das ist natürlich für uns was ganz Besonderes, eine Band aus Australien da zu haben. Die haben uns selber angefragt, weil die sind auf Deutschland-Tournee zu dem Zeitpunkt und haben gefragt, Mensch, wir würden gerne bei euch spielen, wir haben so viel von euch schon gehört. Und dann haben wir gesagt, klar, warum denn nicht? Also unbedingt sollten wir die spielen lassen. Und dann haben wir noch eine regionale Band dabei, Leslie and the Rascals. Die sind aus Dresden und Freital, relativ neu gegründet, aus einer anderen Band hervorgegangen. Ich habe die letzte Woche gesehen auf einem Event, großartige Band, also unbedingt hinkommen. Gut, also das kann man auch alles nochmal online nachlesen bei euch auf der Website. Und das Baby hier, das ist ja was ganz Besonderes. Du hast vorhin schon erwähnt, hast du wirklich, ist ein Import aus der USA und ist ja ein Hochzeitsauto, kann man sagen. Ja, ich habe das Auto 2008 bei eBay ersteigert. Ich saß abends einfach so bei eBay und habe geguckt und gemacht und dann habe mir ein Auto ersteigert. Und habe dann gemerkt, scheiße, das ist ja in den USA. Hab den Typen angerufen und hab gesagt, hier, ich bin aus Deutschland und ich würde gerne nächste Woche mal rüberkommen. Hab meine Schwester angerufen, die in einem Reisebüro arbeitet. Die sagt, ich brauche einen Flug nach Atlanta, weil ich will ein Auto kaufen. Naja, kannst du dir ja vorstellen, was meine Mutter gesagt hat? Ja, und dann bin ich da rüber geflogen, hab das Auto gekauft und hab dann noch schön bei dem Muffin, bei dem Kaffee die Geschichte dazu gehört. Das Auto wurde quasi am 31.07.1969 das erste Mal zugelassen als Hochzeitsauto von der Familie Cruz. Und die Dame war leider gestorben, die Dame des Hauses, und Papa hat dann quasi das Auto verkauft und ich war der Glückliche, der das gekauft hat. Als ich dann in Deutschland war mit dem Auto, 8 Wochen später ist der über Bremerhaven eingeschifft worden und als ich dann in Deutschland war, habe ich festgestellt, Mensch, es gibt gar nicht so viel davon. Habt in den Flensburg angefragt, wo man das auch dann anfragen kann. Und da kam raus, es ist einer der wenigen, der überhaupt in Deutschland von der Marke, das ist ein AMC Ambassador. Die Automarke gibt es auch schon gar nicht mehr seit, ich glaube, Mitte der 80er. Also richtige Rarität. Richtig Rarität, genau. Also es gibt insgesamt, glaube ich, in Deutschland noch 3 bis 4, die fahren. Und also wirklich ein ganz besonderes Auto. Okay, und da haben wir jetzt die Currywurst drauf abgestellt. Oh mein Gott. Okay, wir gehen jetzt mal zu deinem neuen Auto wieder rüber. Ist natürlich wirklich schön, wenn man so eine Geschichte dann zu einem Auto noch erzählen kann. Ja. Ich würde das jetzt ganz kurz auch nochmal als Ablage benutzen. Super, die Currywurst wandert hier von Motorhaube zur Motorhaube. Du hast vorhin das Stichwort Muffin schon erwähnt. Ja. Und wir haben doch hier auch sozusagen die Cupcake Goods eingeladen, würde ich jetzt mal so sagen, von Miss Fein. Da müssen wir doch mal ein bisschen rumgehen. Es gibt nämlich heute auch was Süßes und auch wenn sie zur USK-Convention kommen, denn da wird die Miss Fein mit dabei sein mit ihren süßen Leckereien. Ich komme mal hier rum, dass der Christian das auch alles filmen kann. Ihr seid mit dabei übers komplette Wochenende. Genau, Freitag bis Sonntag bieten wir typisch amerikanische Muffins und hausgebackene Cupcakes an und verrückte Süßigkeiten auch aus den USA. Und habt natürlich den richtigen Style dazu, so ein bisschen Vintage und so ist ja auch dein Laden hier in der Neustadt. Ne? Richtig, direkt am Albertplatz im ehemaligen Café Kästner kann man uns finden. Eingerichtet ist es wie ein Diner im 50er, 60er Jahresstil und bei uns wird man immer fündig, was amerikanisch ausgefallene Süßigkeiten angeht, auch herzhaftes, Hot Dogs sind dabei. Und ja, wie gesagt, mit Betonung auf alles ist hausgebacken, frisch, regional. Ja, die sind ja auch total niedlich und alle selbst gemacht. Mit Elvis sogar hier drauf, ja, sehe ich. Ja, mit Erdnussbutter zum Beispiel. Auch nie, vor 2 Jahren ungefähr war das überhaupt gar nicht mein Renner. Jetzt momentan reißen sie mit denen quasi aus der Hand. Also Erdnussbutter-Karamell ist drin oder auch der, das ist ein Two-Pro-Girl-Cupcake, der Serie nachempfunden mit einem Guinness-Küchlein unten drunter und karamellisierten Bacon. Ja, also immer was Besonderes. Susanne, ich möchte demnächst was Süßes zur Wurst. Musst du mal gucken, ob du das noch hinkriegst. Ich will das mit Schinken probieren. Mit Schinken gibt's das auch? Guck doch mal, das lacht mich die ganze Zeit an. Dann greif zu. Ich muss sowas mit Fleisch essen. Warte mal, ich nehme mal ganz ungern das Bier aus der Hand. Das wäre doch auch eine Idee, Cupcake, Muffin mit Currywurst. Ich glaube, wir müssen mal einfach drüber reden, ne? Ob wir da eine Eigenkreation machen können. Also ich muss es jetzt essen. Du auch, komm. Nee, ich muss jetzt zum Auto. Ach so. Quatsch, nimm das mit, ess es auf dem Weg. Ich esse das danach. Wie soll ich denn das jetzt während des Moderierens essen? Ach komm, ist schwierig, das genau. Das ist schwierig. Siehst du, das Fein stimmt mir zu. Okay, also die Gürtz auch in Montur, denke ich, das ist ja sowieso, ne? Alles Rockabilly, Rock'n'Roll, Vintage, das wird auf alle Fälle bei der USK-Convention eine große Rolle spielen. Man kommt da typischerweise, also ich halt, aber in Kluft, ne? Also man kann so kommen natürlich. Es gibt viele Leute, die auch in dem Outfit kommen, weil die sich halt einfach auf das Wochenende auch vorbereiten. Ne? Man kriegt ja auch in einigen Läden in Dresden mittlerweile die Klamotte Jungs und Mädels. Also auch die Jungs stylen sich wirklich. Da denkst du dir so, Mensch, du bist aus den 50ern entsprungen. Aber wir sind freuen natürlich über jeden Besucher, der kommt. Also auch im ganz normalen Outfit kann man natürlich auch bei uns kommen. Das ist ja so ein Feeling, was da auch transportiert wird. Ne? Genau. Also man fühlt sich so ein bisschen zugehörig dann natürlich, ne?
gut, also Miss Fein auf alle Fälle mit ihren Cupcakes da auch dabei, vom 11. bis 13. Juli ansonsten in der Neustadt zu finden, direkt am Albertplatz im Vintage-Café. Kann ich auch nur empfehlen, da mal vorbei, ist eine süße Angelegenheit sozusagen. Und ich wollte jetzt nochmal unter die Motorhaube gucken. Sollten wir tun. Müssen wir die Wurst runternehmen. Ja, komm. Wer braucht schon Wurst, wenn er so ein Auto hat? Warte. Kannst du die Wurst hier abstellen? Das ist so praktisch, das Auto. Das ist doch mal was. So, jetzt geht das gute Stück. Jetzt bin ich gespannt, was hier wirklich sich dahinter verbirgt. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Und, oh, okay. Ich dachte, mich strahlt jetzt hier irgendwie Blinky-Blinky an. Nö. Ist ja alles Dreck. Also es gibt Blinky-Blinky-Autos, habe ich aber nicht. Bei mir ist es tatsächlich ein Auto, ich fahre ganz oft damit. Es ist immer noch ein Gebrauchsgegenstand, so sehe ich das. Klar, putzen wäre mal wieder schön, das mache ich aber bis zur Convention auf jeden Fall noch. Das ist wichtig, ich habe auch eine Werkstatt des Vertrauens, die mich da unterstützen. Und dann geht das los mit Blinky-Blinky. Okay, und das ist jetzt ein V8, V10 genau. Oder? Das ist ein V8-Motor mit 400 Kubik-Inch. Sagt dir nichts, klar. Nee, aber ich denke, es geht ordentlich ab, oder? Klingt laut, klingt viel. Es sind 6,6 Liter Hubraum. Das ist so im Durchschnitt so wie drei große Golf in einem Motorblock vereint. Der schluckt auch ordentlich. Ja, so ein bisschen Benzin. Bisschen, ja. Naja, aber dafür ist ja der Spaß und die Freude mit dabei. Und du fährst das ja nicht täglich, ne? Nee, das Auto fahre ich nicht täglich. Ich komme so auf zwischen 3.000 und 5.000 Kilometer im Jahr. Im Winter schläft er und ich hole ihn eigentlich erst raus, wenn das erste Mal schönes Wetter ist und dann halt mal zur Eisdiele oder mal zu Curry & Co. oder wo auch immer hin. Geputzt wird er auch nicht so häufig, habe ich schon gehört. Ja, man, so eine Ausfahrt sollten wir das machen. Und wenn wir mal, für hier habe ich ihn extra nochmal gewaschen, von außen geglänzt. Ich werde mal ein bisschen aufgezogen bei uns im Club. Ich bin immer der mit dem dreckigsten Auto. Aber so ist das immer, ne? Das ist ja... Das ist halt ein Auto, wie du schon gesagt hast. Das ist doch ein Auto. Okay. Ja, für alle Fans und Liebhaber, die vielleicht auch so einen Schlitten zu Hause stehen haben, nicht nur aus Dresden, sondern auch aus Leipzig, aus aller Welt, die können jetzt nach Dresden kommen im Juli. Wie funktioniert das Ganze? Also ich muss mir dann wie einen Parkschein holen und einen Stellplatz mieten, oder? So ähnlich. Also bei uns gibt es quasi drei verschiedene Tickets. Du kannst einmal mit deinem Auto kommen, wenn du ein US-Car hast, das ist ganz wichtig. Du kannst, egal welches Baujahr, du musst aber ein amerikanisches Auto haben. Das wäre also von Vorteil. Da zahlst du am Einlass bei uns 15 Euro, fährst mit deinem Beifahrer oder Beifahrerin bei uns aufs Gelände drauf und kannst das ganze Wochenende bleiben, mit deinem Zelt oder deinem Wohnwagen oder wie auch immer. Ach, ist richtig wie Camping dann und dann ist das wie, wenn ich zum Rockkonzert irgendwo Rock am Ring fahre, mit Programmen, Bands und dann geile Autos. Ja, ja. Wir sind halt nur nicht ganz so groß wie Rock am Ring, aber so, wir hoffen, dass es mal irgendwann so wird. Aber so in der Art kann man sich das vorstellen, nur halt, du musst halt mit deinem amerikanischen Auto kommen, sonst darfst du nicht aufs Gelände fahren. Okay. Genau, wir haben aber für die Besucher, die mit einem normalen Auto kommen, natürlich einen Besucherparkplatz. Also das ist Pflicht, wenn dann mit einem Ami-Schlitten, wie lange muss ich das vorher, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, buchen, wenn ich sage, ich habe jetzt Bock drauf, ich wusste nicht, dass es das gibt, ich will jetzt noch dabei sein. Also du kannst bei uns anreisen, wir haben Platz für bis zu 1000 Autos dieses Jahr, weil wir ja das Geländer verdoppelt haben dieses Jahr und komm einfach am Freitagmittag da angereist und stell dich hin. Ist das noch möglich? Werden Club, also große Clubs melden sich bei uns für gewöhnlich an, das sind dann meistens so zwischen 10 und 20 Autos, die melden sich an, mieten den Stellplatz schon vorher, weil die wollen natürlich alle zusammenstehen und eine riesen Party daraus machen. Und wenn ich jetzt als normaler Nicht-Auto oder wenn ich nicht so einen Ami-Schlitten zu Hause habe und vorbeikommen will, wie funktioniert das? Dann komm einfach hin. Ganz normal als Besucher, das ist quasi wie eine Messe. Okay. Nur, dass die Autos alle aus Privatbesitz sind oder der größte Teil der Autos ist Privatbesitz. Ansonsten funktioniert das eben wie eine Messe. Du kannst hinkommen, stellst dir am Einlass an, bekommst dein Ticket und gehst rein und schaust dir das an. Du kannst die Live-Bands dir angucken, du kannst den ganzen Tag da bleiben. Es gibt einmal ein Wochenendticket, wo du von Freitag bis Sonntag jeden Tag kommen kannst. Und dann gibt es natürlich auch noch Tagestickets, wo du einfach nur am Samstag oder am Sonntag oder am Freitag vorbeikommen kannst. Okay, also da kann man sich ein schönes Wochenende oder auch nur mal einen Tag vertreiben auf der USK-Convention vom 11. bis zum 13. Richtig. Juli in Dresden im Ostfragehege, also bei der Messe. In der Kuh drinne, ganz genau. Okay, und es wird immer größer werden, also seid ihr auch ein bisschen stolz drauf oder können wir eigentlich auch stolz sein hier in Dresden, dass sowas hier gewachsen ist, ne? Ja, wir sind natürlich sehr stolz darauf, weil also aus einer kleinen Idee ist das halt entstanden, dass wir gesagt haben, komm, wir machen mal was zusammen. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir sagen, krass, was daraus geworden ist. Man kriegt ja auch das Feedback von anderen Clubs, die zu uns kommen und von anderen Veranstaltern, die zu uns kommen, die auch sagen, Mensch, Wahnsinn, was hier im vierten Jahr schon los ist. Es kommen wirklich ganz viele aus dem Ausland auch. Ja, ja. Wir hatten die letzten zwei Jahre schon Besucher aus Lettland sogar da. Das sind einfach mal eine Anreise von fast 1800 Kilometern, die mit zwei amerikanischen Autos diese 1800 Kilometer fahren. Wir hatten Leute aus Ungarn schon da, aus Tschechien, aus Polen, aus Belgien, selbst aus Oslo ist schon einer da gewesen. Also das sind ja alle so Kilometer, wo ich sage, mit einem großen Auto, die auf Sprit fressen, das auf sich zu nehmen, das ehrt uns. Ne? Und ich finde diesen Enthusiasmus halt wahnsinnig schön. Ja.
Wie viele Autos davon, weißt du das zufälligerweise, fahren in Dresden rum? Kennst du deine Zahl? Also von meinem Pontiac Catalina gibt es einen zweiten noch, den habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt. Das ist Baujahr 64, ich habe Baujahr 73. Das war es dann schon mit Pontiac Catalina, ne? Der AMC Ambassador. Da gibt es nur einen in ganz Dresden. Aber in Dresden, würde ich schätzen, haben wir mit Sicherheit... Ach, guck mal, wie schön er jetzt in der Sonne dort aussieht. Ja. Da muss die Kamera nochmal rüberschwenken. Ne? Also ich denke, in Dresden haben wir so zwischen 200 bis 250 US-Cars mittlerweile. Wir kriegen halt auch viel mit, ne? Wo wir Leute sehen, Mensch, jetzt neues Auto gekauft. Gibt es eine witzige Geschichte. Vor 2 Jahren war der Opel Manta Club bei uns auf dem Gelände. Durften leider nicht reinfahren, weil es sind ja Opel Manta. Und ein Jahr später kamen 3 davon mit einem US-Car, haben mir einen Manta verkauft und haben gesagt, ich will ein großes Auto. Ich will ein großes Auto, ja. Das ist auch mal gut. Okay. Also ich denke, da lohnt es sich auf alle Fälle. Gibt's, wo du jetzt sagst, kuriose Geschichte. Ich meine, er lebt jetzt im 4. Jahr, gab es da irgendwie ganz ein Auto, wo du gesagt hast, mein Gott, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich das mal wirklich live zu sehen bekomme. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, was für Autos überhaupt kommen, was es auch noch für Autos gibt. Und es gibt so viele seltene Autos. Ich habe so einen persönlichen Wunsch mal gehabt vor das Jahr, dass, ob der kommt oder nicht, kam dann auch ein DeSoto Fireflight. Das ist so mein persönliches Highlight, was Autos fast unbezahlbar, also für mich so zumindest. Und wenn da dieses Jahr wieder einer davon kommt, würde ich mich freuen. Aber es gibt so immer so viele Highlights, wo man sagt, so Mensch, ah, das gibt's eben auch noch. Ja, also man hat gar nicht alle Autos im Kopf. Ja. Ja, also ich würde sagen, lohnt sich. Ich gehe dieses Jahr auf alle Fälle. Ich hoffe. Ich komme vorbei. Jetzt, wo ich hier, also ich sage das Fahrgefühl, liebe Zuschauer, weich wie ein Baby. Diese Federung, Wahnsinn, ein großer Spiegel für uns Frauen als Beifahrer. Ne? eine Bank zum Kuscheln mit PartnerInnen, ne? Also gibt keinen Zwischenraum. Ne? Also muss ich natürlich dann verstehen mit dem Fahrer, aber... Kann ja notfalls ein Kasten Bier dazwischen stellen. Okay, nee, also dann danke erstmal auch für den Tipp, sage ich jetzt mal, 11. bis 13. Juli zum 4. Mal die US Car Convention hier in Dresden im Ostra-Gehege. Und jetzt gibt's natürlich noch ein bisschen Rock'n'Roll von den Hawaii Toasters. Ich verabschiede mich jetzt von dir schon mal. Gerne. Ist deine Currywurst, ne? Ja, helle ist deine, ne? Ja, die hole ich mir nachher. So, jetzt komme ich nochmal zu euch Jungs rüber. So, was fährst du für ein Auto? Hast du auch so einen Schlitten? Mein Fahrzeug ist 40 Meter lang und gelb. Du arbeitest nicht bei der Post? Nein, ich habe eine Monatskarte und ein Fahrrad. Aber mein Papa leiht mir manchmal sein Auto und dann geht's richtig ab. Aber würdest du auch schon draufstehen, oder so? Ja, zu fahren? Ja, es widerspricht zwar meinem Bedürfnis, die Umwelt zu schützen und den Planet zu retten. Okay. Ich habe gerade gehört, oder habt ihr bestimmt schon gesprochen, ja, 20 Liter, ja. Die trinkt keiner von uns. Aber er wird ja auch nicht so oft ausgefahren. Genau, deshalb dann lieber Fahrrad. Und da kann ich auch 20 Liter dann mit meinen Freunden trinken, das ist viel schöner. Ja. Was haben wir jetzt von euch noch? Ich will es gar nicht ankündigen eigentlich. Hören Sie doch selbst, liebes Publikum. Das ist ein Klassiker der deutschen Volksmusik. Möchte noch kurz erwähnen, dass wir Englisch und Deutsch sprechen und singen. Also wir versuchen es, ich zumindest halt so. Und lauschen Sie. Okay, dann viel Spaß mit den Hawaii Toasters. Und ich verabschiede mich hiermit von der Nachtschicht. Und wie gesagt, mein Tipp, USK Convention in Dresden vom 11. bis 13. Juli. Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. I cannot explain. Every time is the same. Oh, I feel that it's real. Take my hand. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need to be so there's no time. Might ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you found it. Listen to your heart. Who is right, who is wrong, I don't know.
Die Nachtschicht bei Curry und Co. aus Liebe zur Wurst in der Neustadt und am Schillerplatz. Das war's. Wir sind und wir waren die Hawaii Toasters. Uns kann man sehen, kaufen und mieten und zuklatschen auch am 13. Juli ab 10 Uhr morgens. Also wer noch nicht schläft oder schon wieder munter ist, darf gern bei uns vorbeischauen. Dankeschön.